Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und einer neuen Folge Monster Hunter World. So, jetzt werden wir doch mal schauen. Hier gibt es einen Haufen Ausrufezeichen. Quests sozusagen. Die werden wir doch mal schauen, was uns die geben hier aus. Für Quests. Luftschiff-Ingenieur. Reden wir doch mal mit ihm. Die fünfte ist also angekommen. Sei gegrüßt, ich bin der Luftschiff-Ingenieur der zweiten Flotte. Ich arbeite an fliegenden Maschinen, Luftschiffen und so. Du bist sicher neugierig, warum du noch kein Mitglied der dritten geworden bist. Das liegt daran, dass sie seit Jahren gestrandet sind. Kurz nach der Ankunft der Gelehrten von der dritten bestanden sie darauf, die große Schlucht zu überqueren. Also wurde ihr Schiff in ein Luftschiff verwandelt und los ging es. Die Überquerung der Schlucht lief gut, aber dann wurde ihr Luftschiff von einem fliegenden Monster angegriffen und stürzte ab. Natürlich war die ganze Aktion waghalsig, aber da ich ihnen den Flug ermöglicht habe, fühle ich mich zum Teil mitschuldig. Seit jenem Tag arbeite ich daran, ein besseres Luftschiff zu bauen, eins, mit dem wir sie retten könnten. Aber wegen des ungemütlichen Wetters in der neuen Welt und der starken Winde in der Schlucht gab es immer wieder Rückschläge. Aber ich werde trotzdem nicht aufgeben. Okay. Okay, ist die Karte. Wie komme ich denn jetzt nochmal? Hersteller Packbeutel. Was haben wir denn jetzt hier noch alles? Da haben wir noch ein Ausrufezeichen. Da oben. Ökologische Folgen besser die Forschungsstufe mit aktualisieren. Okay, wir gehen mal hier runter. Der läuft aber komisch. So, ich mache mal das Bildmachgerät wieder an. So, das ist meine Wildexperte, mit der reden wir jetzt aber nicht. Oder? Eine Jagdgruppenverwalterin. Was hatten die zu erzählen? Wie läuft die Jagd? Oh, hallo Fünfter. Wir sind bereit, unsere Taverne und Versammlungsstätte zu öffnen. Die Himmelstürmerin. In der Versammlungsstätte kannst du dich mit anderen Jägern treffen und gemeinsam Quests anfangen. Um die Himmelstürmerin zu finden, musst du nur aufschauen. Siehst du das Schiff da oben zwischen Astera und den Sternen? Das ist sie. Nimm den Aufzug, um dort hoch zu gelangen. Auf Wiedersehen. Bitte besuch uns bald, sobald du kannst. Okay, dort oben, oder wie? Wo ist denn Aufzug? Da ist der Aufzug. Okay, hier gehen wir aber noch nicht hoch. Was sagt der mir hier, Kommandant? Hör zu. Ich muss über etwas Wichtiges mit dir reden. Diese Kommission ist besonders anders als deine bisherigen Verpflichtungen, vermute ich mal. Es geht nicht darum, Drachenälteste zu jagen oder für den Schaden zu bestrafen, den sie verursachen. Die Kommission will deren Stellung innerhalb der Natur verstehen und unsere. Darum geht es. Die Drachenältesten sind die Natur. Sie zu bestrafen ist so zwecklos, wie von ihr davonzulaufen. Das nenne ich eine Jagd. Aber die Natur verstehen. Nun, das könnten wir schaffen. Wir werden echte Herausforderungen erleben. Die beste Vorgehensweise wird nicht immer klar sein. Was die Welt braucht, ist Harmonie. Aber bevor du Leben nimmst oder verteidigst, musst du es verstehen. Das macht dich zum Jäger. Okay. Versorgungslager.
Oh, schicke Waffenkumpel. Das ist jetzt wohl. Dann ist jetzt wohl Zeit, sich noch ein paar Vorräte zu besorgen. Wir haben so ziemlich alles, was du brauchst. Sollte dir mal was ausgehen, bin ich dein Mann. Ich würde zwar gerne deinen ganzen Zenny. Okay, Zenny ist die Währung. Den ganzen Zenny kassieren, aber am besten sammelst du so viel wie möglich selbst. Na, was brauchst du, Kumpel? Ja, ich brauche eigentlich gar nichts. Kann ich irgendwas verkaufen? Aus dem Beutel? Rohes Fleisch. Nee, ich verkaufe jetzt mal gar nichts. Munition kann ich doch verkaufen, oder? Es bringt mir aber nicht viel. Ich verkaufe jetzt gar nichts. Vielleicht kann ich später alles nochmal brauchen. Ich bin eigentlich eher so, ich verkaufe wirklich erst, wenn es gar nicht mehr anders geht. Aber solange ich noch nichts verkaufen muss und nicht so durch das Spiel durchkomme, werde ich auch nichts verkaufen. Ich muss jetzt mal schauen, was ich denn das alles benötige. Ökologische Forschung. Du bist ein Jäger von der fünften. Dann hast du wohl deine erste Quest abgeschlossen. Dies ist die ökologische Forschungszentrale, die ich leite. Sag mal, hast du da draußen Daten zu Monstern gefunden? Spuren, Kerben, sowas in der Richtung? Daten erzählen uns eine Geschichte über die Monster. Monster, eine komplexe und interessante Geschichte. Deine Aufgabe draußen ist es, die Monster zu verfolgen, Daten zu sammeln und die Studien voranzutreiben. Wahrscheinlich mit den Spuren war das gemeint. Unsere Aufgabe ist es, die Daten zu nehmen und unsere Erkenntnisse für die Kommission aufzubereiten. Was wir lernen, hilft da draußen auch. Du verstehst also, dass wir einander brauchen. Schau jederzeit vorbei, dann zeige ich dir, woran wir gerade arbeiten. Okay, die ökologische Forschungsgruppe. Die ökologische Forschungsgruppe ist eine Einrichtung, die Monster erforscht. Ihre Forschungen können dir bei deinen Jagden und Untersuchungen helfen. Wenn du Monsterspuren oder ähnliches sammelst, erhältst du Forschungspunkte. Wenn du genug gesammelt hast, steigt deine Forschungsstufe und du erhältst Zugang zu neuen Funktionen und Informationen, die deine Jagden erleichtern. Außerdem kannst du im Monsterlexikon Informationen über Monster nachschlagen, etwas über deren Lebensraum und Schwächen sowie ihr haltbare Materialien. Okay, verstehe. Dann praktisch die Schwächen und so, wo sie halt verwundbarer sind und wo nicht. Die Forschungsstufe steigert nicht automatisch. Wenn dir im Ergebnisbildschirm erstattet, der ökologische Forschungsbericht angezeigt wird, dann folge dieser Aufforderung. Okay. Im Forschungsstufenmenü findest du auch deine Spähkäferstufe, die Fertigkeiten deiner Spähkäfer bestimmt. Je höher deine Spähkäferstufe, desto schneller finden sie die nächste Monsterfährte. Okay. Alles klar. Monsterlexikon. Große Jagras. Okay. So, was haben wir jetzt hier noch? Wir haben jetzt hier oben noch was. In die Kantine. Ich kann aber gar keinen Wegpunkt setzen, gell? Okay. Das ist echt schön gemacht hier. Okay, gehen wir mal hier hoch. Echt sehr schön gemacht. Die Basis hier. So, ich werde mir mal was reinhauen. Mit Geld bezahlen. Ist so cool gemacht.
Okay. Dann würde ich sagen, Wildexpertin. Okay, als nächstes müssen wir uns um die Kestodons kümmern. Der Anführer des Feldteams hat gesagt, er kommt mit. Wollen wir mit der Suche im uralten Wald beginnen? Ach, ich habe eine gute Nachricht für dich. Wir Wildexperten hängen alle Hinweise, die wir finden, an der Questtafel aus. Dort kannst du dich auch zu Quests melden. Du brauchst also nicht immer den ganzen Weg hier hochzukommen. Ja, wo ist die Questtafel? Allerdings verpasst du dann das leckere Essen hier oben. Ah, okay. Das ist neben der Schmiede. Dort gibt es die gleichen Quests wie bei mir. Du musst nicht beides überprüfen. Okay. Ja, praktisch wie in Age of Conan, da gab es ja auch so eine Questtafel oder so ein Brett, da konnte man sich so eine Dinger holen. Nimm das Keston-Gedöns an. Was für ein Ding? Das Keston-Gedöns hier wahrscheinlich, Questtafel. Okay, hier gibt es mehrere Questtafeln. Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier gerade rüber. Dort ist die Questtafel. Quest beitreten, Online-Sitzung, neue Quest bekannt machen. Ah, sehr schön. Aufgaben. Was haben wir da Zeit? 50 Minuten Zeitlimit. Spieler 4. Ein Spieler. Abschließen. Wenn wir bekannt machen, einer Quest einen super Glückgutschein verwendet, wird deine Belohnung beim Abschluss der Quest hinzugefügt. Nutze also jede Gelegenheit, bei jeder Gelegenheit Gutscheine. Zufällige Questbelohnungen sind garantiert. Das Belohnungsgeld wird verdoppelt. Superglück-Gutschein erhältst du über den Anmeldebonus. Du kannst pro Tag einen Gutschein erhalten, maximal 5. Beachte auch, dass du maximal 5 Superglück-Gutscheine auf einmal tragen kannst. Okay. Möchtest du die Quest annehmen? Verfügbare Gutscheine, Gutscheincode nutzen. Machen wir doch mal. Und wir sagen einmal, ja bitte, das Keston-Gedöns. Ja, und jetzt? Quest akzeptiert. Die Quest wird geladen. Okay, der tut mich jetzt automatisch dorthin schicken, oder? Leute, schreibt es mir ruhig mal in die Kommentare, wer das Spiel auch hat. Könnten wir gern auch mal was zusammen machen. Also ich bin da nicht abgeneigt davon. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, weil wir haben jetzt eben auch den Gutschein eingelöst. Abreisebereit. Öffne den Abreisebildschirm. Möchtest du die Quest auf... Ja. Richtig cool gemacht, finde ich, dass man hier gleich zur Quest reisen kann. Also nicht erst irgendwie in so ein Lager gehen muss oder sonst irgendwas, sondern man kann hier gleich direkt loslegen. Geil. Dann schauen wir mal. 50 Minuten haben wir Zeit. Ich hoffe, wir schaffen das. Der erste Auftrag war ja eigentlich, naja, die haben mich ja eigentlich nicht angegriffen, die Viecher. So, Zeitlimit 50 Minuten. Wir schauen in unsere Vorratskiste rein, nehmen das bitte einmal mit und das bitte einmal. So, unsere Waffe. So, wo ist der Wetzstein? Dem Ration, rotes Feuerwangels, angerote Grillspieß, Wetzstein. Wir schärfen einmal unsere Waffe. Okay, die ist schon scharf. Okay. Erste Hilfe. Und die Tränke. Okay, dann fangen wir doch mal an. Da oben läuft auch schon unsere Zeit. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier oben oder was? Knochenhaufen? Sporenbarsch. Okay.
Er weiß anscheinend, wo es hingeht. Aber hier ist noch ein Kraut. Ah, da sind sie. Das, mein Freund, sind Kestodons. Zeig mir, dass du sie alleine erledigen kannst. Ich muss mal alles alleine erledigen hier. Du kannst mir doch mal helfen, Mensch. Kestodons, ja, wo denn? Die da, oder was? Kann ich die denn irgendwie anvisieren? Oder sagen, hey... Das sind Kestodons, oder was? Sei vorsichtig. Okay. Mein Gott, die haben mich doch komplett kaputt. Oh, Alter. Okay, muss ich ein bisschen... Mann, warum kann ich den nicht an... Ah, jetzt. Ja. Das wollte ich sehen. Ich wollte bloß ins Target nehmen können. Alter Schwede. Mietz, mach mal was. Alter, was denn los, Egger? Wollen wir mal einen Trank nehmen? Alter, das schaffe ich doch niemals. Ich kann doch gar nicht ausweichen hier. Okay. Kann ich die hier... Kann ich irgendwas nehmen hier von denen? Okay, suchen wir eine andere Gruppe. Okay. Boah. Sei vorsichtig. Wegen der Kestodon solltest du dir keine Sorgen machen. In diesem Wald gibt es noch viel größere. Ja, wo bist denn du? Beim Jagen können die einheimischen Wesen nützlich sein. Lerne so viel wie möglich über sie. Ja, wo ist denn er jetzt? Ah, okay. Ich muss der Spur folgen anscheinend. Hier drüben! Also ich muss sagen, das Kampfsystem ist gar nicht so einfach. Also man verliert sie recht schnell aus dem Target wieder. Und der springt eigentlich immer dahin, wo er eigentlich nicht hinspringen soll.
Aber ich denke, das ist Gewöhnungssache, dass man da ziemlich schnell reinkommt. Hier drüben. Ah, okay, dort unten. Das ist der Rest der Herde, ne? Schauen wir doch mal. Sei vorsichtig. Okay, wo ist der Wettstein? Okay, komm. Gute Arbeit. Damit wären wir hier so gut wie fertig. Moment mal. Hey, komm mal her. Ich glaube, ich habe etwas. Ja, erstmal kann ich hier die. Ich nehme das Zeug hier mit. Miets, wie geht's dir? Okay, Miets passt alles. Ah, langsam haut's hin mit dem Anvisieren und. Läuft langsam. Hier. Keine Spur oder sowas. Schau dir mal die Kestodons an. Irgendwas stimmt mit ihnen nicht. What the fuck? Alter Schwede. Großjagras. Los, los! Verstanden! Also gut, Partner. Da ist ein neuer Auftrag im Anmarsch. Erledige den Großjagras. Wenn du noch nicht bereit bist, kannst du zur Basis zurückkehren und die Großjagras-Quest später abschließen. Genau. Okay, probieren wir es einfach mal. Wenn du deine Freunde um Hilfe bitten willst, öffne das Menü und wähle Notleuchtzeichen aus, um sie zu rufen. Und du wirst sicher Freunde brauchen, wenn du gegen ein paar stärkere Monster kämpfst. Damit die Spähkäfer ein Monster besser verfolgen können, brauchen wir eine Fährte. Zum Beispiel Fußabdrücke.
Ja, wie kann ich denn jetzt... Ja... Wie kann ich denn jetzt hier... Wie könnte ich jetzt jemanden rufen? Spielerliste. Okay. Ah, da könnte ich ein Signal... Okay, alles klar, das verstehe ich. Fußspuren. Dort sind Fußspuren. Du entdeckst viele Hinweise. Was auch so eine Insektenlarve? Mei, was man hier alles finden kann, heftig. Hier runter oder nicht? Oder hier lang? Hier lang. Gesundheit. Frau hier noch genießt. Wir haben eine Fährte gefunden, die gut genug ist, damit die Spähkäfer uns zum Großjagras führen können. Mein Gott, den schauen wir doch niemals. Wo ist Kraut? Hä? Hier ist irgendwo Kraut, oder? Na, hinter uns ist Kraut. Warte mal. Das muss ich schon mitnehmen. Okay. Wo war denn hier? Wassermoos. Hinten ist auch noch was. Hilfe der Fokuskamera verlierst du ein Monster weniger leicht aus den Augen. Ach du Heilige. Jetzt kannst du es zu Fall bringen. Du wurdest abgeworfen. Mach dir nichts draus. Versuch's einfach noch. Steh auf, Mitch! Miets! Wenn ein Monster wegrennt, dann halte dich an die Späke.
macht ihr denn jetzt? Ah, warte mal. Jetzt mal unsere Waffe. So, das Monster ist müde. Jetzt ist deine Chance, ordentlich Schaden anzurichten. Ja, wenn es mal hier bleiben würde, wäre schon mal geil. Weiche den Angriffen aus. Solche Treffer möchtest du nicht einstecken. Ja, wo ist sie jetzt hin? Ich weiß nicht, wo es hin ist. Ah, da lang, okay. Da ist es. Oh, der war nicht schlecht. Du ran und es erledigen. Okay. Schlag jetzt mit aller Macht zu. Meine Fresse.
Nein, wie hält denn das aus? Komm, steh auf, was machst du denn? Alter Schwede. Stirb endlich! Wahnsinn, wie das aushält. Schau mal, das Monster ist fast am Ende. Bestimmt wird es sich in sein Nest zurückziehen, um sich zu erholen. What? Jetzt werde ich den looten, den Kameraden. Quest erfüllt. Ach, der war nicht ohne.
glaube, wir haben eine Spur. Vielleicht. Gehen wir weiter. Pukai, Pukai. Du hattest recht. Ein Pukai, Pukai. Etwas hat ihn aufgeregt. Seht mal da drüben. Was zum Geier ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ob das vom Sora-Magdaros stammt? Ich würde es gern herausfinden. Aber wir sollten zuerst Bericht erstatten. In Ordnung? Ja, gut, das geht nämlich auch. Besser ist das. So, Abschlusszeit 25 Minuten. Sind wir da eh ganz gut gewesen. Questbelohnung. Weiß ich, was wir alles verkaufen dürfen. Nimm alles mit. Ja, schau her, vom Geld geht's eh leicht. Jäger Rang 2. Okay. Sehr schön. Verstehe. Also, ihr denkt, ihr habt etwas gefunden, das uns zum Zora Magdaros führen könnte? Ich würde ja sofort Forscher losschicken, aber nicht mit einem wütenden Pukai Pukai in der Nähe. Pukai Pukai Gebiet, das liegt ziemlich tief im Wald. Wir werden besser vorbereitet sein. Sobald unsere Mannschaft von der Ressourcenzentrale das Waldlager wieder aufgebaut hat, dann sind wir am Zug. Und bis dahin tun wir alles, um sie bei der Errichtung des Lagers zu unterstützen. An die Arbeit. Sobald das Lager aufgeschlagen ist, kannst du mit der Jagd auf den Pukai Pukai beginnen. So, wir haben jetzt aber... Ich frage mich, wo die Ressourcenzentrale ist. Die ökologische Forschung, haben wir was? Ach Jäger, da du bewiesen hast, wie verlässlich du bist, hätte ich eine kleine Bitte an dich. Wenn du Nachforschungen zu großen Monstern anstellst, kannst du sie entweder töten oder fangen. Natürlich hat beides wissenschaftliche Vorteile, aber um ehrlich zu sein, also für unsere langfristige Forschung wäre es besser, wenn wir ein lebendiges Exemplar hätten, das wir später wieder aussetzen können. Wenn du deine Beute also lebendig fängst, wirst du dafür belobigt und erhältst mehr Belohnungen. Regeln der Kommission. Viel Glück. Was meinst du? Fang deine Beute statt sie töten, dann leistest du einen wichtigen Beitrag zu unserer Forschung hier. Ja, wie kann ich dann einen fangen?
Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt einen Cut und schauen dann vielleicht in den nächsten Folgen, ob wir den Pukai erlegen können. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du wieder dabei bist. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir doch einen Kommentar, Like oder auch Abo da. Alles gern gesehen. So, jetzt aber genug gequatscht. Bis zur nächsten Folge. Euer Andi.